Welcome back to another German Food Review, and it's Marmite time. Marmite yeast extract. So just yeast extract, rich in B vitamins and 100% vegetarian Marmite. That's the English stuff. What's the Australian stuff called? Vegemite. I think that was the toaster. I'm preheating the toaster, so it doesn't take that long. And yeah, ingredients, yeast extract and vitamins. Right, here the calories, 260 calories per 100 gram, and 34% of protein, so it's actually a protein snack, but a not so sweet one, because there's almost 11% salt in it, nice, and zero fat, 0 gram, all right, yeah, Vegemite, no, it's Marmite, and what is that here, that's the fat, right, there's no fat in it, so here's the fat, Delicata, breakfast margarine, one of my favorites. It's cheap, it has almost no taste, it's just creamy, it's nice. And here is butter toast from Golden Toast, yeah, with butter flavor. All right, calories for that, one slice, 70 calories. Okay, Leeken, and this stuff here, which side, this side, 720 calories, so it's like a good mayo. All right, let's open it. Here's the toaster, let's preheat that thing. Oh no, I pressed something, what is that here? I don't know. Let's get it off. Okay, it's quite hot already. So let's do it. I think just a toast with a little bit of margarine instead of butter is fine, is it? What would you add? Are there a Marmite lover on the channel? Okay, let's put them in. Okay, that wasn't the best idea here. How does the thing work? I bought it back in 2013 in Stuttgart for, I don't know, 15 euros, something like that, for a hotel room. Right, I wanted my own toast. So, let's open up the Marmite nutrition info inside. Yeah, I reviewed the Walker's Marmite flavor and I liked it. Of course, it's nice, right? It's yeast extract, it can't be bad. Most people like that, sniff test. Okay, the smell is not so nice. I don't know, it smells sweet or so. It smells really strange. And that's how it looks like. Black, shiny. It's a paste, right? It's not like a syrup. No? Okay, it's a paste. Yeah, I'm not sure how long this will take here. All right, let's open the butter. Maybe I should pause the video, should I? Let's see. Hey. Damn it. What the heck? What is that? Come on, Aldi, you can do better. It's from Aldi, by the way. Delicata is Aldi label. Very nice. I like this one. Ah, here it is. Margarine. Let's try it, actually. Here we go. Mmm. What? It's creamy. And tastes like actually nothing. That's why it's so nice, I guess. All right, back in a sec. All right, I checked them and they are definitely ready. It was on the highest level, so let's get them out. 3, 2, 1, boom, there's the toast. Let's do it. Oh boy, that's hot. That is quite hot. So, yeah. First, a regular one, right? With a thinly spread layer of black Marmite. And then a GFR one, maybe. I have to test it first, right? Maybe it doesn't taste good, but let's see. So a little bit of margarine. And I have to hurry, I think, because this stuff will melt quite quickly. Ah, damn it, that's not so nice. Anyway. So, is that too much? Oh, it looks like caramel. I'm a caramel lover. I guess it's a little too much, is it? Oh, yeah. Oh, let's see. Oh, no. Maybe a hot toast isn't that great. Because now it's quite slippery. It looks and feels like caramel. All right. Ah, I forgot to show you the price, right? What's the price in the UK? Please leave a comment. Here's the German price. That's an import. Of course, it's more expensive, I think, because it's €5.50 yeast extract. Hefextrakt in German in Edeka. But this was in the American section for whatever reason. And here's the price for the butter or margarine, 75 cents. And for the toast, it was,
What's this bill stuff here? 89 cents. All right. Yeah, how much is it in the UK? Please leave a comment. And now let's... Okay, I have to spread a little bit better. And then we can taste it. It looks quite tasty, right? I mean, you could say to someone, hey, this is a nicely... Oh, it's dripping. It's dripping. Okay, it's a nice looking caramel bread right here. My flavor. Nice. Yeah. How does it taste like? Yeast extract. No idea. What? It's brutally salty. And it just tastes like yeast extract. There's no other word for that, I think. That's good. Nice. Maybe the layer was a little too thick. I sprayed that for the Germans. Now I have to go. No, I won't do that. I actually need two knives. Is there a second one? Let me check. I'm at the dishwasher at the moment. Here's one. Yeah, I hated to go back with the knife into the margarine butter, whatever it is. That's not nice, so let's do it like that here, right? Let's spread a little bit of margarine on it. Can't see the margarine, so let's do it like that. And then let's add the Marmite on top of it. Yeah, are there some suggestions? What would you put on there? Some onions or so? Is there some secret recipe? Now there is two times butter on it. Oh, what the heck? That's too early. So, almost empty egg. I guess it's too much. No idea. Let's do it like that. Yeah. If you put that over an ice cream, then you can fool someone. All right. Here's a nice and sweet caramel ice cream. Then he starts to lick it. Oh boy, what's that? All right, right here. Yeah, I have to search for a German yeast extract product. I guess there is one, right? The inventor was a German, I think. Very good. So tasty. Yeah, you hate it or you love it. I'm the second one. I love it. It tastes really good. But how? No idea. Now it's a little sour. Why is it sour? Whatever. Here we go. And yeah, it's brutally salty, right? And it's rich in vitamins. B vitamins. Yeah, definitely a big thumbs up. I have to search for an alternative or a German thing because 550 is quite a lot for that, I think. I guess it's somewhere it's a little cheaper, so. No idea, but I really like the flavor. Now it's really sour in the aftertaste. What's that? And it's a protein snack too. Thumbs up for the bread. Thumbs up for my margarine. I forgot the thumbnail. Damn it. Thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt Marmite. Kennt ihr das hier? Würdet ihr das essen? Und zwar ist es einfach nur Hefeextrakt. Es ist reich an Vitamin B und es ist 100% vegetarisch. Ja, hier seht ihr das aufgedruckte Ding. Ist auch ein Proteinsnack, 34%. Aber ist auch ein Salzsnack, 11%, das ist schon extrem brutal. Und ja, die Vitamine hier, 62 Kalorien hat, so ist auch nicht so wirklich hoch. Und ich würde mal sagen, das ist ein optimaler Snack, wenn man Hunger auf was Salziges hat. Aber vielleicht mag ja nicht jeder diesen Geschmack. Mal sehen. Ich habe hier noch Golden Toast genommen, eine kleine Packung. Man kann auch diese günstigen, wenn ich auch bei Aldi kaufen können, denn hier ist die Aldi Margarine. Aber was soll ich mit so viel Toastbrot, schmeißt man sowieso nur weg und ich schmeiße es nicht gerne weg. Also habe ich eine kleine genommen, kostet natürlich mehr, aber okay. So, werden wir mal schnell reinmachen, aber ich glaube, die gehen ganz schnell hier zu toasten. So, wenn wir mal kleiner machen, den habe ich hier nämlich schon vorgetoastet. Das ist der Bowman Toaster.
Den habe ich mal 2013 in Stuttgart gekauft, um mir im Hotel etwas Toastbrot zu toasten. Ja, das weiß ich noch, denn Stuttgart ist ziemlich hügelig. Das war in unserem Obi. Da musste man laufen und das ging immer so, Alter. Und das war richtig anstrengend. Wie auch immer. Marmite, würdet ihr das essen? Oder würdet ihr schon das Prinzip ablehnen? Nee, das Hefeextrakt ist schlecht. In England scheint das gut zu sein. Oder, also, beliebt zu sein. Gibt es davon noch ein deutsches Produkt? Wenn ihr das wisst, dann sagt mal Bescheid. Ich werde das mal hier toasten lassen. Hier gibt es noch die Margarine. Meine Lieblingsmargarine kennt ihr sicherlich schon. Die kann man auch essen. So, here we go. Und ja, die schmeckt eigentlich nach gar nichts irgendwie. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis, warum ich die so mag. Die ist einfach nur super cremig. Und die ist nice. Ja, 27 Kalorien, okay. Wie eine gute Mayonnaise. Aber selbst Mayonnaise hat noch mehr Geschmack. Aber wie gesagt, die hier zerstört nichts, sondern macht alles nur cremig. Okay, Brot, Golden Toast. Ja, was gab's noch? Harry gab's noch. Aber das kostet halt gleich irgendwie hier liegen. 70 Kalorien pro Scheibe. Golden Toast, 89 Cent. Das Marmite-Zeug hier ist, glaube ich, ein bisschen teuer gewesen. Aber ich weiß, ich kann es nicht einschätzen. 5,50 Euro. Ich weiß nicht, was das woanders kostet. Das lag in der Amerika-Abteilung von diesem Edeka hier. 5,50 Euro wollten die dafür haben. Und dann gibt es noch Margarine, 75 Cent. Und Golden Toast. Und ja, alles ist mit Karte bezahlt natürlich. Es gibt immer noch welche, die sich darüber aufregen. Alles mit Karte bezahlt. Hier seht ihr EC-Cash. Butter Toast. 89 Cent, da stand eigentlich nur 90 dran. Okay, so, mal gucken. Ich will die nicht, ja, die sehen gut aus, oder? Ah, hier sind sie gar nicht. Hier sind sie. Huha, heiß. Ja, ich glaube, ich habe das zu dick im Englischen drauf gemacht. Soll ich mal einen dünneren drauf machen? Aber die Margarine, die schmilzt ganz schnell weg. Soll ich noch warten, bis das ein bisschen abgekühlt ist? Nee, ich habe Hunger. Kann nicht warten. So, ein bisschen Margarine hier drauf machen. Und dann werden wir das jetzt hier drauf machen. Hier seht ihr, das sieht aus wie Karamell. Seht ihr das? Ist nicht wirklich schwarz, sondern es sieht eher aus wie... Ich glaube, das ist schon wieder zu viel. Auch kein Plan. Ich weiß nicht, wie wenig man darauf machen soll, wenn es nur wenig ist. Das ist ein bisschen schwierig zu verteilen hier. Aber es sieht aus wie Karamell. Damit kann man auf jeden Fall jemanden verarschen. Macht ihn damit mal ein schönes Eis. Ein schönes Karamelleis. Ja, wenn er das nicht kennt und das nicht mag, oh boy. So sieht's aus, wie Karamell. Schön mit Butter, Margarine daneben, eingetoastetes Brot. Genau mein Geschmack. Brutal salzig. Das ist einfach, ja, ist übersalzen quasi. Aber es, ja, wie schmeckt's? Wahrscheinlich wie Hefeextrakt, denn das ist ja Hefeextrakt. Schmeckt geil. Here we go. Manchmal ist es ein bisschen säuerlich. Woher kommt das? Kein Plan. Aber es ist fettfrei. Das Brot jetzt hier nicht mehr, aber das schon. Oh, oh boy. Leute, kaum, Ich muss das mal abwischen, glaube ich. Ups. Ja. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Es schmeckt einfach nur geil irgendwie. Und man hasst es oder man liebt es, wird immer so gesagt. Gibt es ja so Werbung und so. Ich würde sagen, ich mag das, ich liebe das. Schmeckt geil. Könnt ihr das überhaupt nicht abhieren, dann sagt mir Bescheid. Warum nicht? Diesmal werden wir noch ein bisschen weniger drauf machen. Ich weiß nicht genau, wie viel korrekt wäre. Keine Ahnung. Oh boy. Ist das genug? Aber so wenig. Aber dann würde. Aber das. Ich denke mal, das Glas soll länger halten als vier Toast. Okay, wir machen mal nur hier so eine kleine Ecke mit so ein bisschen drauf. Aber dann ist es ja wieder so viel. Keine Ahnung. Vielleicht ist das okay. Ich habe auch gar keinen Thumbnail. Dann werden wir das als Thumbnail benutzen. Alright. Okay, jetzt nicht mehr so sauer. Aber jetzt ist das Salz im Vordergrund. Also echt brutal salzig. Na klar, ist ja 11% Salz. Aber ja, kein Problem. Und mal rein damit.
Mal so, Carsten. Oh, was ist denn das hier? So. Here we go. Fühlt sich auch wie Karamell. Okay, zum so essen, oh boy. Das ist wahrscheinlich nicht so gut. Das entwickelt dann so ein sehr aggressives Aroma. Das beißt auch auf der Zunge. Irgendwas ist da sauer dran. Was ist das? Keine Ahnung. Aber auf der Stulle schmeckt es immer besser, als wenn man es so isst. Hier, Vigo. Ja. Man kommt locker dann nach oben. Muss ich nochmal kaufen. Ich muss mal gucken, ob es davon noch ein deutsches Produkt gibt. Hat ja ein Deutscher erfunden. Wie hieß der? Irgendwas mit Justus. Brot bekommt auch einen Daumen nach oben. Margarine ist meine Lieblingsmargarine. Margarine. Und so, das war's. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.